Hortus. Was ist das? Hortus ist das lateinische Wort für Garten. Das Besondere an diesen Gartenflächen ist, dass sie Platz bieten für den Menschen und für die Natur. So beherbergt ein Hortus viele verschiedene Pflanzenarten und schafft Lebensraum für diverse Insekten und Kleintiere. Der Begriff Hortus wurde von Markus Gastel geprägt. Er hat vor einigen Jahren einen Garten in Deutschland gestaltet, den Hortus Insectorum, und einen zweiten Garten, den Hortus Felix, hier nach dem Modell der drei Zonen aufgebaut sind. Mit den drei Zonen des Hortus sind die verschiedenen Bereiche im Garten gemeint. Zone 1 ist die Pufferzone, Zone 2 die Hotspotzone und Nummer 3 nennt sich Ertragszone. Die drei Zonen bilden einen vollkommen ökologischen Kreislauf, stützen und nähern sich somit gegenseitig. Wir sind vor circa 2 Jahren auf die Idee von Markus Gastel gestoßen und haben nun vor, unseren Garten Hortus Bomborum nach den drei Zonen zu gestalten. Um den drei Zonen Garten besser darstellen zu können, zeichne ich hier eine Skizze unseres Hanggartens. Jeder Garten grenzt außen an andere Grundstücke, das heißt, er ist mit verschiedenen Umwelteinflüssen konfrontiert. Um diese etwas abzuschirmen, gibt es außen die sogenannte Pufferzone, Zone 1. Diese natürliche Barriere besteht aus ein- oder mehrjährigen Sträuchern, aus kleineren Bäumen und kann mit verschiedenen Strukturelementen wie Totholzhaufen, aufgeschichtetem Reisig, Steinhaufen oder auch Sandhügeln, die verschiedenen Tieren als Unterschlupf dienen, bestückt werden. Angrenzend an die Pufferzone befindet sich die Hotspotzone. Die Bereiche der Hotspot-Zone sind abgemagert, das heißt, der Boden wird nicht zusätzlich mit Nährstoffen versorgt. Oft muss man sogar die Muttererde abtragen. Dies schafft eine sehr große Artenvielfalt an Blumen und heimischen Kräutern. Artenreichtum und Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt sind typisch für diesen Bereich. Blumenwiesen und Steingartenanlagen prägen das Bild der Hotspot-Zone. Die im Bild grün markierten Stellen kennzeichnen die Hotspot-Zonen unseres Hortus Bomborum. Und zu guter Letzt die Ertragszone. In der Ertragszone werden Gemüse- und Obstpflanzen angebaut. Sie ist gekennzeichnet durch eine zentrale Lage. Hat man ein Haus am Grundstück, so legt man die Ertragszone rund ums Haus an. So ist sie leicht zu erreichen und man kann einfach ernten. Um euch zu zeigen, wie die drei Zonen aktuell in unserem Garten aussehen, geht's jetzt hinaus. Drei Zonen im Garten. Erstens Pufferzone. Auf unserem Grundstück haben sich in den letzten Jahren diverse Bäume und Sträucher selbst am Zaunrand angesiedelt. Wo noch Löcher sind, pflanzen wir einfach dazu. Hier zum Beispiel einige Herbsthimbeeren, einige Rosensträucher und Gräser. Rechts seht ihr schon ältere Bäume, zum Beispiel Walnuss, Pfaffenhütchen und Wildrosen. Im oberen Teil des Gartens haben wir eine Totholzhecke angelegt. Ein paar alte Apfel- und Birnenbäume stehen auch außen herum um unser Grundstück. Zweitens Hotspot-Zone. Aktuell grasen noch unsere Ziegen und Schafe auf der zukünftigen Hotspot-Zone, aber wir werden uns bald ein Stück zurückerobern. Ober den angelegten Terrassen herrscht eine große Vielfalt an Kräutern, Gräsern und verschiedenen Stauden. Hier ein paar Beispiele für euch.
Auch auf unseren angelegten Terrassen ist es unser Ziel, einige Hotspot-Zonen zu gestalten, wie hier das Steine- oder Magerbeet. Überall auf kleinen Plätzchen zwischen den Hochbeeten haben wir Bienenwiesen angelegt. Auf diesen kleinen Plätzchen wachsen verschiedene Blumen, die sich bereits selbst aussehen. So haben wir jedes Jahr eine größere Vielfalt und die Bienen freuen sich. Drittens, Ertragszone. Wir pflanzen unser Gemüse hauptsächlich in Hochbeeten oder solchen Beeteingrenzungen. Das hat sich bewährt, da die Wiese dann nicht so in die Beete hineinwächst und die gute Erde besser beisammen bleibt. Und hat euch schon das Hortusfieber gepackt? Falls ihr mehr Informationen zu dem Thema haben wollt, googelt doch mal Markus Gastel. Er hat in Deutschland und auch in Österreich ein großes Hortus-Netzwerk aufgebaut. Wir sind von der Idee des naturnahen Gärtens begeistert und deshalb haben wir beschlossen, unseren Garten nach diesen drei Zonen auszurichten und weiter zu verändern. Damit hatten wir auch die Möglichkeit, uns ins Hortus-Netzwerk eintragen zu lassen. Wir haben uns für den Namen Hortus Bomborum entschieden, unter diesem ihr unseren Garten auch im Netzwerk finden könnt. Damit ihr einen Eindruck erhält, was wir in den letzten Wochen und Monaten schon verändert haben und wie sich unser Hanggarten entwickelt hat, hier ein paar Eindrücke für euch. Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Video das Modell des Drei-Zonen-Gartens näher bringen und freuen uns auf ein Wiedersehen im Hortus Bomborum.